You lost another game, better than Aurelia. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Replay League of Legends. Dieses Mal wieder Dreierkarte, das heißt, es wird wieder entspannt. Wir werden wieder ein bisschen so rumquatschen, was sich alles hier tut in League eben. Und gespielt wurde ein normales 3-on-3, also kein Ranked, von Alan Hunter, Twain und mir. Gegen den Speckbird, Mephisto 66 und Procyon oder Procyon, wenn man es mal aussprechen mag. Irelia, Lee Sin, Xin gegen Jinx, Shyvana und Twisted Fate. War ein recht lustiges Spiel, muss ich dazu sagen. Ist schon eine Weile her jetzt, aber ja. Und worüber ich heute ein bisschen so plaudern möchte. Schon ein bisschen Sound ausgemacht habe jetzt. Ja, ist aus. Musik-Sound. Ja. Weil sonst kann ich es hinten nach nicht mit Beats hinterlegen, wenn ich die Original-Musik eingespielt habe. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, soll ich die Ingame-Musik laufen lassen oder lieber die KST-Beats? Ich finde die Beats besser, weil sie ein bisschen abwechseln. Aber ja, lasse ich euch mal entscheiden. Und mittlerweile bin ich soweit, Season 4, ich habe mich qualifiziert. Für die Solo-Queue habe meine 10 Spiele hinter mir. Und bin wieder in Bronze 3 abgerutscht. Also wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich nicht mehr in Bronze 3, aber ja. Außer ich bringe jetzt wieder mehr Folgen raus, so wie ich mir jetzt neulich mal dachte. Dann könnte ich noch in Bronze 3 sein. Das Lustige ist, dass es Twain und mich im Prinzip gleich erwischt hat. Wir sind beide vom MMA-Score um 200 Punkte gefallen. Er ist irgendwie von 2000 auf 1800 gefallen und ich von 1100 auf 900. Bei ihm hat sich's ausgewirkt von Platin 1 auf Platin 5, bei mir von Bronze 1 auf Bronze 3. Was genau schiefgegangen ist, wissen wir beide nicht. Aber ich schätze mal stark, dass es mit dem Reset zusammenhängt und ich spiele mich jetzt einfach wieder hoch. Nachdem ich dieses Mal in Bronze 1 hoffentlich nicht im Clamping verfalle und dann Ewigkeiten da drin rumgurke, läuft das hoffentlich diese Season etwas besser. Ansonsten muss ich sagen, der Start der Season 4 war eigentlich ganz okay. Also im Dreier-Team ranked, ich glaube, da kommt dann später auch noch irgendwo ein Replay, bin mir nicht sicher, glaube aber schon. Haben wir uns für Bronze 1 wieder qualifiziert. Fünfer-Team spielen wir gerade erst. Vielleicht kann ich euch dann in den nächsten Replays mal irgendwo dann was sagen. Bei den nächsten beiden werden Commentaries, mal schauen. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile auf der Dreierkarte dieses Jungling ziemlich perma-intus. Weil es ist halt um Welten einfacher, wenn man zwei Solo-Lanes hat. Auch wenn man unten gegen zwei spielt. Dann stellt man halt einfach den Tank, der mehr aushält, unten hin. In dem Fall auch den, der besser austeilen kann. Und es ist halt einfach flexibler, wenn man ständig einen in Bereitschaft hat, der einem schnell aushelfen kann. Wobei es mittlerweile auch ziemlich viele gibt, die das Jungling komplett ignorieren. Also die dann nicht mal von ungefähr Jungling, sondern die einfach ihre Duolane durchziehen und damit auch erfolgreich sind. Dem einen oder anderen wird es auffallen, mit Irelia bin ich jetzt nicht unbedingt die Leuchte. Ich spiele die eigentlich auch ganz gern, aber viel zu wenig. Eigentlich die meisten Champs. Ich spiele auch Graves ziemlich gerne, aber halt auch viel zu wenig, weil ich halt kein guter AD Carry bin.
Und hier gibt's gleich das First Blood. Ja. Das Blöde ist jetzt, ich habe eigentlich schon gesagt, was ich mir für die Folge vorgenommen habe. Wobei, was mir auch aufgefallen ist in letzter Zeit, wenn ihr die Quali-Matches gemacht habt, vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr ja auch auf LoL Nexus oder so, mit wem ihr da zusammenspielt. Und mir ist es extrem krass aufgefallen, dass ich, je mehr Placement-Matches ich gemacht habe, egal ob gewonnen oder verloren, ich mit immer schlechteren Leuten aus der Vorseason gespielt habe. Also am Anfang hatte ich noch fast reines Silber-Team, obwohl ich nur Bronze 1 war. Und mit jedem Quali-Match, das ich gespielt habe, egal ob gewonnen oder verloren davor, wurde das schlechter. Also die letzten vier Spiele hatte ich einen Haufen Unranks dabei, die gerade 100 Normal Wins hatten und einfach jetzt Rank zu zocken angefangen haben. Hier war es mir der Altar wert, weil wir dadurch den Bonusschaden bekommen haben. Und ich halt in die falsche Richtung weggerannt bin. Wenn ich nach unten weggelaufen wäre, hätte es etwas günstiger ausgesehen. Und wie gesagt, die ersten Spiele hatte ich immer irgendwie so Silber-Teams noch, wie ich es halt aus der Season 3 jetzt gewohnt war unter Preseason. Und ja, irgendwie beim fünften Spiel hat das komplett gekippt. Da stand ich, glaube 3-2 oder so. Und das plötzlich gekippt. Und wobei ich hatte 2 Loss Prevented auch am Anfang. Also eigentlich 3-1. Ah, 3-0. Egal. Jedenfalls hat es irgendwie so einen komischen Klick gemacht. Und ich habe eigentlich fast nur noch Unranked und Bronze-Leute dabei gehabt. Und habe auch gemerkt, okay, da fehlen dann teilweise wichtige Dinge, die man wissen sollte, beziehungsweise die Fähigkeit, einfach Skillshots zu treffen. Ich hatte dann teilweise Top-Laner, AD-Carries, Mid-Laner, die haben Skillshots vergeigt. Das kannte ich jetzt lange nicht mehr. Also keine Ahnung, was da genau dann so direkt schief lief. Aber es hat sich halt auch negativ ausgewirkt. Wahrscheinlich habe ich in irgendeinem Spiel extrem scheiße gebaut. Wahrscheinlich genau im fünften, weil es danach halt gekippt hat. Wenn der Gegner einen Stun hat, sollte man sich nicht damit anlegen. Und schon gar nicht, wenn man den Heiden-Style hat. Oh Gott, da ging die Ping-Orgie ja richtig los. Und warum sich der TF da nach hinten teleportiert hat, anstelle von zu mir? Das ist wohl ein Mysterium, das ich auch nicht so schnell lösen werde. Jinx hat mich dann da oben noch gesucht, Wahnsinn. Die war ja richtig flott dabei. Und manchen Twisted Fates kann man einfach nicht mehr helfen. Endeffekt meiner Placement Matches war da auf jeden Fall 4-6. Davon waren halt 2 Loss Prevented. Sprich eigentlich 4-4. Und damit bin ich halt irgendwie auch in Bronze 3 abgerutscht.
Wenn ich mir meine letzten vier Spiele, die ich da so dann noch gemacht habe, anschaue, dann eigentlich auch zurecht, weil, ja, ich war der Support, ja, damit kann man nicht viel ausrichten. Aber ich hätte ja auch darauf forcieren können, woanders hinzugehen und jemand anderen Support spielen lassen zu können. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt das größte Problem, dass ich halt auch in Solo-Queue ständig Support spiele. Ich bin halt wirklich dann darauf angewiesen, oder jeder Solo-Supporter ist das, dass er einen guten AD-Carry, eine spitzen Midlane und eigentlich auch einen perfekten Toplane hat. Und im Idealfall noch einen Jungler, der ein bisschen besser spielt als man selbst. Weil man eben selbst nichts ausrichten kann. Man hat CC, als Trash spielt man irrsinnig gut teilweise und kriegt da auch einiges. Aber im Endeffekt ist es dann halt doch so, dass man komplett aufs Team angewiesen ist und selbst herzlich wenig ja, erreichen kann. Ich habe als Trash schon das war auch ein tolles Spiel, das werde ich leider nicht replayen, weil es viel zu lange gedauert hat. Ich glaube, das war irgendwo bei 70 Minuten oder so. Das ist viel zu lange, dass ich das replaye. 50 will ich noch sagen, okay, 60 will ich mir schon stark überlegen, aber es war 70 oder 75 Minuten, das war viel zu lang. Jetzt nicht, dass mir die Zeit nicht wert ist, sondern weil ich sowieso keine anschauen würde, nehme ich mal stark an. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und da war ziemlich am Schluss eine ziemlich tolle Aktion, vielleicht stelle ich die mal extra raus. Das könnte ich machen. Und zwar hat da die gegnerische Riven. Also wir hatten nur noch den Nexus, die drei Inhibitoren und sonst nichts mehr. Keine Nexus Tower mehr, gar nichts. Und zwar, ich glaube es war eine Riven oder was, eine Diana, bin mir nicht mehr sicher jetzt. Ist schon ein paar Tage eher jetzt. Hab viel gezockt in der Zeit. Und der wollte halt auf jeden Fall backdooren, ist hinten rein und ich habe alles Trash verteidigt. Und ich habe halt die ganze Zeit abhalten können davon, allein durch die Q und die E und die Ulti und ein Exhaust und keine Ahnung, was ich da noch alles reingedonnert habe. Und zwar immer wieder so kombiniert, dass sie keinen einzigen richtigen Hit auf den Nexus landen konnte. Und am Anfang überhaupt dann gar nicht einmal dorthin gekommen ist in die Reichweite. Bis dann. Na, es war eine Diana. Riven war bei uns im Team. Genau, bis dann unsere Riven kam. Und der Diana den letzten Hit dann verpasst hat. Ich habe die von Full Life auf ein Drittel Leben oder so runtergezogen. Bis dann endlich die Riven aufgetaucht ist, die auch nicht unbedingt jetzt so die Spielstärkste war. Die hat gegen den Xin die Toplane vergeigt. Und ja, das war dann relativ knapp. Wir hätten es dann sogar fast noch gewonnen. Meine vier Teammates standen an deren Nexus. Ich musste unseren verteidigen. Weil halt Super Minions auf allen drei Lanes. Und es war dann irgendwie so 50 Leben auf deren Nexus noch. Es war echt knapp. Keine Minions mehr von uns. Weil wir nur auf einer Lane Super Minions hatten. Ich war dann hinten beim Deffen. Der Nexus war wieder voll. Die Inhibitoren standen. Aber mein Team war halt tot. Eine ganze Minute und konnten dann halt nichts mehr erreichen. Und manchmal bin ich einfach zu greedy. Für jeden Kill bis jetzt bin ich einmal gestorben. Aber dafür, dass wir eben Dingens hatten, lief es eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, das ist jetzt was ich auch aus den Placement Matches mir rausgefischt habe, dass es scheißegal ist, wie gut oder schlecht man spielt als Team.
Das ist jetzt nicht als Einzelner. Als Einzelner sollte man natürlich immer sein Bestes geben. Aber egal wie gut oder schlecht man ist als Team, man kann immer wieder irgendwas über sich, seine Spielweise, seinen Champion, seine Teammates oder irgendwas lernen, um das dann im nächsten Spiel besser machen zu können. Ich habe relativ viel aus dem Training immer wieder genommen, wenn ich dann einfach solo gegen 5 Bots spiele, ohne mir Selbstlöcher zu geben. Einfach um Last Hitten, Tower Defen etc. alles einfach ein bisschen zu üben. Die Geschwindigkeit, die Mobilität, die verschiedenen Summoner Spells perfekt einzusetzen etc. Also die Spiele tauchen übrigens auch nicht in meiner Match History auf, die breche ich ab, bevor ich irgendwie auch nur annähernd am Sieg bin. Und da gibt es dann so Versuche wie Schaff mit Ezreal und Teleport 5 Minuten alle Tower stehen zu lassen gegen 5 Bots, am besten Tanks. Auch wenn es Beginner-Bots sind, sie pushen dann doch ziemlich hart. Und man hat nur einen Teleport, also wann einsetzen und wann nicht. Wann schaffen es die Tower gerade noch so und wann eben nicht. Und das ist relativ hart. Weil man dann eben zum Beispiel sieht, okay, der Tower schafft's doch, da kommen schon wieder Minions. Und unsere sind ja schneller dort als die des Gegners. Weil sein eigener Tower ist eben ein kürzerer Weg. Und man dann aber merkt, okay, die kriegen die Minions zum Glück wieder vom Tower weg und arbeiten da auch ganz gut und der Tower steht gerade noch so. Dann forst man den Kampf in der Mitte, weil man halt gerade da ist und räumt ein, zwei Bots ab. Und plötzlich steht er auf der Top-Lane und verpasst dem Tower den letzten Hit. Bei 4 Minuten 30 oder so. Teleport ist natürlich noch ab und das ist dann zum Kotzen. Mit Twisted, mit einem Double Teleport ist es etwas einfacher, wobei in den ersten 5 Minuten ist es solo relativ schwierig, die Ulti zu kriegen. Wenn man halt ständig zwischen der Lane hin und her laufen muss. Aber es ist machbar. Ich überlege auch die ganze Zeit einfach so ein Spiel mal live aufzunehmen. Das Ding ist nur, wenn ihr dann hört, was bei uns im Voice ab und zu abgeht, ist das glaube ich weniger konstruktiv. Jetzt weniger, weil wir fluchen würden oder so, sondern vielmehr deswegen, weil wir uns extrem selten über das Spiel unterhalten. Also noch weniger als ich hier das jetzt gerade mache. Wenn wir wirklich in der Konstellation so spielen, geht es selten ums Spiel. Da kommt höchstens mal so ganz nebenbei, ja, mir fehlt jetzt jemand auf der Lane. Aber das war's dann auch schon. Der Teil hier war echt bitter. Wir konnten einfach nicht an die Shyvana ran. Wir waren beide zu low für das Tower tanken und hätten aber genug Spells gehabt, um sie, Verzeihung, kriegen zu können. Ich weiß nicht, was gerade los ist, bin gerade wieder ziemlich müde. Ja, vielleicht verkühlt momentan auch und so und deswegen relativ ja, weniger förderlich.
Gut, was mir auch extrem stark auffällt in Season 4 ist, dass die Champion Pools wesentlich ausgeglichener werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, dem das in dem Ausmaß auffällt, oder ob ich der Einzige bin, bei dem das wirklich in dem Ausmaß passiert. Aber mir kommt das teilweise echt ziemlich krass vor. Oh, das war bitter, ja. Mir kommt das teilweise echt ziemlich krass vor, wie... Ja, ich will es nicht unbedingt sagen, wie ähnlich sich manche Champs werden, sondern wie sage ich das jetzt? Es gibt immer mehr Spieler, die sich halt Champions raussuchen, die sich ähnlich spielen. Und deswegen sind so Unikate wie eben Irelia es ist oder Riven momentan eher wieder am absteigenden Ast. Einerseits klar natürlich, weil sie genervt wurden. Andererseits, weil man auf lange Sicht damit nichts reißen kann. Mit dem Spielstil, den man sich mit den Champions aneignet. Es gibt keinen Champ, der sich vom Grundset her so spielt wie Irelia. Xin hat einen Dash hin, aber keinen Stun. Der hat dafür einen komplizierteren Airborne, den man aber leicht umgehen kann. Oder ihn sogar abwenden kann. Und das ist momentan irgendwie das Spannende. Champions, die sich extrem ähnlich spielen, wie zum Beispiel, naja, ich sage es mal, Dr. Mundo und mittlerweile echt eine Shyvana, die werden extrem häufig gepickt, merkt man auch in der LCS. Und Champions, die dann wieder in andere Richtung gehen, wie zum Beispiel ein Charwan oder so, die sind momentan komplett unten in den Peak geraten. Also die sind es momentan auch kaum wert, gebannt zu werden. Und ich glaube, genau dahin geht momentan die Richtung. Renekton ist auch so ein Fall. Der spielt sich auch ähnlich wie eben Mondo oder Shyvana. Ich glaube, der große Vorteil, den viele dabei sehen, ist, dass sie keine Mana brauchen und deswegen sich eben auf einen Aspekt weniger konzentrieren müssen. Und ich glaube, das macht vielen das Spiel um Welten entspannter. Kann aber auch herausfordernd sein. Hold it, partner. Der Escape war echt hart. Wollte gerade nichts zu sagen. Und deswegen sollte man nicht bis in die Hölle chasen. Und da haben sie leider aufgegeben.
Victory! Okay, das waren ein paar Eindrücke aus einem weiteren Dreier-Match, gemischt mit ein paar Eindrücken aus Season 4. Bei Fragen, Problemen, Beschwerden, Anregungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Oder eigentlich in diesem Fall Ihren persönlich bevorzugten Kommentator oder Let's Player. Für weitere Replays, wenn ihr welche zum Einsenden habt, wie immer die E-Mail-Adresse form@moeller.quick.at ist wieder in der Videobeschreibung. Hoffentlich. Ja, nächstes Mal sehen wir wieder ein Gastvideo, und zwar von Alan Hunter mit Shen. Das habe ich jetzt selbst noch nicht gesehen, da muss ich mich jetzt selbst noch überraschen lassen, was da kommt. Und damit würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine gute Zeit, viel Spaß und viel Glück beim Rankzocken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.